So, da sind wir schon wieder zurück, nämlich mit Rüste einen Gegenstand mit der Waffenaufrüstungsbank auf. So, dazu hat man nämlich noch gar nichts hier in dieser Season, obwohl die eigentlich schon die ganze Zeit im Spiel drin sind. Aber ich hatte dazu schon mal ein Video gemacht. Guckt einfach mal da in meinem Videoverlauf, da habe ich nämlich dasselbe schon mal gemacht. Aber ich gehe diesmal mal an einen anderen Ort. Ich hoffe, dass das auch passt von der Map her. Und wegen dem Gewinnspiel unten, ihr seht ja, drei Zahlen sind jetzt da, 580 Abonnenten haben wir erreicht. Die nächste Zahl kommt bei 590 Abonnenten. Jetzt ist natürlich die allgemeine Frage: Was ist euch lieber? Wollt ihr lieber, dass wir Skins verlosen oder Passive Code? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie ihr es am liebsten hättet. Weil ich werde halt immer mehr gefragt: Kannst du mir ein Skin schenken? Kannst du mir ein Skin schenken? Und so können wir das eigentlich dann ganz simpel anders verbinden. So, jetzt muss ich gerade selber nochmal gucken. Pleasant Park war das. Ich meine hier unten an dem Strand. Da wo die Militärbasis ist. Da gehe ich nämlich hin, weil da ist definitiv genug Metall. Jetzt muss ich nur gerade nochmal gucken, ob das wirklich auch da war. Nicht, dass ich euch Blödsinn hier erzähle. Ba-ba-ba-ba-bam. Warte mal, die Militärbasis. Ist jetzt so durcheinander hier? Ne, da unten ist die. Hier ist die. Da. Da müssen wir hin. Weil da nämlich auch das ganze Gebäude aus Metall besteht. Und da bietet sich das eigentlich am besten an. So, nur Stein sehe ich hier gerade nicht viel, aber ein bisschen. Grab mal schon mal eine Waffe. Zack. Am liebsten wäre mir jetzt eine graue Waffe. So, wir sammeln erstmal genug Materialien. Ich glaube, 150 braucht man von allem definitiv. Von Grün. Und da wir in Gruppenkeile eh mehr Metz sammeln, bietet sich natürlich Gruppenkeile noch mehr an. So, jetzt haben wir schon mal 100. Zack, 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 zack. Geht alles recht zügig hier. So, 150 davon haben wir schon mal. Holzkrist, klar, kriegen wir beim Baum. Zack, zack, zack. So, dann gehen wir nämlich weiter runter, weil da ist definitiv eine. Die habe ich nämlich eben zufällig gefunden. So. Haben wir nämlich hier auch schon Holz. Ah, Metall haben wir genug. Ah, eine graue Waffe haben wir auch. Das ist schon mal wunderbar. Jetzt brauchen wir doch noch ein bisschen Holz. Gerade mal den Baum da mitholen, dass wir 150 von allem auf jeden Fall haben. Da ist noch ein Stein. Die zählen nicht, zu klein. Ich meine 100, ich glaube sogar 50 reichen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wir gehen auf Nummer sicher. So, jetzt haben wir davon 160. Wir werden ja wohl irgendwas aus Stein da drin haben. Bam, 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 bam. Zur Not, da hinten sehen wir noch Felsen. Aber ich glaube, die Werkbank war direkt hier. Hier war sie noch nicht. War doch unten. Ah, hier steht sie. So, grauer Gegenstand. Ah, 50 Materialien brauchen wir. Also einmal hingehen, 50 Materialien von jedem sammeln, Waffe aufrüsten. Und zack. Und das Ganze müssen wir halt noch rüsten. Ach, noch nicht mal in einer Runde. Das ist gut. Da müssen wir doch noch ein bisschen sammeln. Also die beste Variante ist dann natürlich, wenn wir hingehen und sammeln nur graue Gegenstände.
Also wenn wir jetzt brauchen wir echt ein bisschen Glück haben, kriegen wir das sogar in einer Runde hin. Ne, ich brauche graue Gegenstände. Am besten Pistole oder sowas. Ja, hier ist auch nichts. Da braucht man was Graues und dann findet man nichts. Das ist doch jetzt ein Scherz. Steine sind hier echt Mangelware. Guck mal, ob hier oben noch was ist. Natürlich nicht. So, jetzt holen wir uns gerade ganz schnell die Steine. Weil 300 haben wir jetzt. Zack, zack. Wir brauchen 300 von allem jetzt noch. Also 150 Holz noch und 210 Steine. Weil dann machen wir zwei grüne Gegenstände zu zwei blauen Gegenständen. Und dann haben wir das nämlich alles jetzt schon erledigt in einer Runde und alle sind happy. So, jetzt brauchen wir noch 50 Steine, auch wenn die Zone gerade kommt, aber das werde ich trotzdem schaffen, auch wenn ich nochmal dahin fliege. So, die 300 haben wir. Jetzt müssen wir quasi nur noch die 150 Holz zusammenkriegen. Bam, 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 bam. Komm, schneller, schneller, schneller. So, noch 90. Es war, glaube ich, noch nie so schwer, Metz zu farmen gerade. Jetzt fehlen echt noch 6 Holz oder was? Ich weiß, ich könnte mein eigenes Gebautes abbauen, aber das ist mir gerade doch zu heiß. Dass das dann nicht passt und am Ende fehlen 3 Holz. So. Ich komm, lauf. Orientierung, Orientierung. Zack, hier runter, da in der Ecke steht's. Einmal kriegen wir safe hin. Einmal, komm schnell. Zack. Nein, es reicht nicht. Aber direkt wieder dahin fliegen. Und dann haben wir die Aufgabe nämlich geschafft. Und genauso könnt ihr es eigentlich auch machen. Orientierung, Orientierung. Hallo? Das ist. Mensch, was leckt das denn jetzt hier so dumm? Gerade noch mal ein bisschen Metz mitholen. War das jetzt da? Ja, hier. Ich muss auch dann so weit weg landen. Nervig, ey. Aber so krieg ich's wenigstens in einer Runde hin. Ah, er hat auch die Abfahrt verpasst. Das meine ich, ich war voll drauf. Ach, manchmal echt. So, danke schon mal fürs Abo. Dann, bam. Komm, schneller. Oh, jetzt sag nicht, das reicht nicht, ey. Krieg ich einen Aff. So, das Ding ist definitiv unten. Schon mal Waffe wechseln. Das wird eng, das wird eng, das wird eng. Nicht hier ruckeln. Und zack, alles in einer Runde geschafft. Wunderbar. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Gerne ein Abo dalassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß mit den anderen Aufgaben. Ihr habt gesehen, es ist so in einer Runde machbar und haut rein.